Hallo Leute, mein Name ist Otzersee und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und es ist ein Weilchen her, seit wir hier im Inneren von unserem Berg waren. Und wir haben hier ja einen Gang, der uns in die Tiefe führt, da zu unserem Schmelzofenfabrik, und da geht es weiter in die Tiefe. Nach der Überquerung des Sticks geht es noch weiter, und wie ihr vielleicht erahnen könnt vom Namen des Flusses, sind wir hier auf dem Weg in die Unterwelt, und hier war ich etwas bemüht, Raum zu schaffen, und das ist noch viel zu wenig, was wir hier haben, aber das ist definitiv ein Projekt für ein anderes Mal. Hier werden wir dann den Hades oder den Tempel des Hades bauen, aber hier der Weg nach unten, der sieht ziemlich uniform aus, und das möchte ich ändern. Denn von oben bis ganz unten sind es in etwa 130 Blöcke. Und ich habe mir gedacht, wäre doch schön, von oben bis ganz nach unten so ein Farbspektrum vom grauen Stein bis zu Blackstone ganz unten, also ziemlich schwarz zu haben. Und was ich da hinbekommen habe, sind 12 verschiedene Blöcke. Das heißt, so in etwa alle 10 Blöcke vertikal haben wir einen anderen Block als Hauptblock. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die Übergänge hinbekommen. Hier gibt es eine Aussparung. Da kommt der Höllenhund hin, Kerberos. Das soll ja alles mit rechten Dingen zugehen. Und hier ganz oben, der oberste Teil, das werden wir mit Erde machen. Und dann werden wir hier den Zugang haben zu unserer Moosfarm, oder besser gesagt Bone Meal Farm. Damit das Ganze gut rauskommt, denke ich, hier unten, da werden wir Treppen haben, und dann die Wände muss ich erstmal noch etwas breiter machen, sodass wir da, wo wir jetzt noch Stein haben, dann unsere effektiven Blöcke platzieren können. Und das wird wahrscheinlich so ein Mix sein zwischen normalen Blöcken, Wandblöcken und vielleicht auch Treppen, dass wir da etwas Struktur reinbringen. Und natürlich da, wo wir die Übergänge von einem Steintyp in den anderen haben, da werden wir dann auch verschiedene Steinarten reinbringen. Gut, ich denke, ich mache mal hier den Anfang, mindestens bis zum Übergang zum zweiten Steintyp, und dann könnt ihr wahrscheinlich besser verstehen, was ich hier erreichen möchte. Die Schicht mit Stein ist nun gemacht, und wie ihr sehen könnt, hier in den Wänden etwas Abwechslung, dass das nicht ganz so eintönig aussieht. Hier haben wir den Ausgang ins Innere, hier oben einfach noch offen. Da muss ich sicher noch schauen, was da zu tun ist. Und hier auf dieser Ebene geht es dann in die nächste Steinvariante über,
was underside sein wird. Und da gehen wir darunter, aber auch in diese Richtung da, so dass wir all unsere Räume entsprechend ausgekleidet haben. Und das geht dann weiter mit den verschiedenen Steinsarten, bis wir unten angekommen sind. Und sobald ich, was ich machen werde, ist einfach hier den Stein einfach ersetzen mit der entsprechenden Variante. Und dann in einem zweiten Schritt die Verfeinerungen mit Treppen, Wandblöcken etc. reinmachen. Und was wir dann auch schauen müssen, ist hier Übergang von einem Gesteinstyp zum anderen, dass das nicht so kontrastreich ist. Bis hierhin haben wir Stein, ab hierhin haben wir nur noch Andesite. Das muss etwas fließender werden, aber das ist alles einfacher, wenn wir mal den Grundtenor mit dem richtigen Stein drin haben. Der Weg bis ganz nach unten ist nun dekoriert und die Dekoration der Treppe war nicht mal das Anstrengendste, sondern mehr so hier auf der Seite haben wir ja auch diverse Räume, die auch alle richtig dekoriert werden müssen. Und die sind etwas uniform. Da habe ich nicht so viel Energie reingesteckt wie in die Treppe. Was hier mich noch ein bisschen stört, ist, dass punktuell haben wir hier Fackeln, um sicherzustellen, dass wir keine Mobs spawnen. Aber das heißt, teilweise ist dieser Gang recht hell und ich möchte das Ganze etwas mehr düster haben, aber gleichzeitig immer noch sicherstellen, dass wir keine Mobs hier spawnen. Und hier auf dieser Seite geht es weiter. Und da unten, da habe ich mich dann entschieden, machen wir doch nicht so eine gerade Diagonale bis ganz nach unten, sondern machen wir hier etwas mehr Kurven rein. Und hier wird es dann ganz düster. Da sind wir dann ganz unten. Den kann ich, glaube ich, auch mitnehmen. Und dann geht es hier ums Eck rein, wo ich den Raum ausgraben muss. Und ich bin mir noch nicht sicher über diesen letzten Teil. Der ist ja wieder ziemlich gerade, aber es könnte ja auch sein, dass ich noch etwas in diese Richtung ein paar Blöcke wegnehme und nicht nur da in diese Richtung. Ich glaube, hier auf dieser Ebene haben wir am meisten ausgeholt. Aber ja, das war's von der Treppe und alles, was wir uns jetzt noch besorgen müssen, ist einen Höllenhund und da muss ich etwas vorbereiten. Hier ist so dunkel, dass man wirklich in die Wände läuft. Hier haben wir die Aussparung für Kerberos, den Höllenhund. Und so wie ich das geplant habe, ist, ich führe den von oben hier runter und dann verkrümle ich mich nach hier hinten. Und da oben habe ich eine Piste mit einem Knopf, welcher diesen Block hier vorschiebt. Und dann ist der Ravager hier drin blockiert
und dann müssen wir ihn nur noch name taggen. Und ich habe hier auf der Seite, komme ich raus. Gut, dann brauche ich jetzt nur noch ein name tag und einen Ravager. Da ist er. Jetzt müssen wir ihn nur noch hier runter bekommen. Wenn er mich erwischt, ich habe Totems. Wenn er etwas Schaden nimmt, wird er das wahrscheinlich überleben. Und irgend... Und da kommt er, da kommt er. Komm hier rein, komm hier rein. Jupp. Und ich hatte kein Totem in der Hand. Aber wir haben ihn reinbekommen und das ist das Wichtigste. Jetzt müssen wir nur noch Name taggen. Jupp. Und dann hier hinten. Jupp. Er kann mich durch die Wände erreichen. Vielleicht esse ich da mal was. Da vorne hatten wir, glaube ich, solche Blöcke. Und dann hier hinten mache ich mal alles voll. Und dann muss ich nur noch schauen, dass dass wir da all die Blöcke, die wir für den Weg freigemacht haben, dass die wieder reinkommen. Gut. Aber ich denke, das war's von mir und von Kerberos. Da hinten, in der dunklen Ecke. Wahrscheinlich brauchen wir etwas mehr Licht hier unten. So geht's für den Moment. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss.